Hi Leute, ich bin Fetzel, grüße euch. So, mal wieder ein neues Intersystem mit teilweise gebrauchter Hardware, CPU, Arbeitsspeicher, Kühler und das Board und das Case sind gebraucht, aber ist natürlich alles noch wunderbar in Ordnung. Jo, alles andere ist natürlich neu und ich würde sagen, ich fange gleich einfach mal mit dem Kühler an. Bis gleich. Das ist jetzt ein Macho, Thermalright Macho. 240 Watt kann der abführen. 140er Lüfter. So. Ich denke mal, der eine oder andere kennt dieses Monsterteil schon. Hier vorne dran. Ist jetzt ein 1150er Sockel, wo ich den jetzt verbauen werde. Ich mache das alles mal ganz ein bisschen schneller als sonst. Das wird mir nicht gelingen. So, das ist jetzt ein i7-4790K, wie gesagt 1150. Das gute Stück, wenn man den denn noch neu bekommt, kostet der immer noch 350 Euro. Ja, Intel halt, ne? Ist ein Boxkühler dabei. Standardding halt, ne? Wie gesagt, wir werden ja den Thermalright da verbauen. Upsala. So. Ein 1000 GB Toshiba, ne Quatsch, das ist eine BD, die sind im Moment recht günstig, ich glaube 40 Euro oder sowas hat die gekostet. Dann kommt noch eine Kingston SSD, die habe ich jetzt schon, glaube ich, das dritte Mal verbaue ich die. Ich bin zufrieden damit, habe keine Probleme damit. Auch so um die 40 Euro, die 120 Gig, dann ist halt für Windows und die ganzen Programme. So, was kann man dahin tun? Kommen wir mal zum Board. Das ist ganz Besonderes in meinen Augen. Das ist ein Asus, ein Z97, wie gesagt 1150er Sockel. Da jede Menge Zubehör hier. Sind noch Lüfter dabei. Das Board, seht ihr gleich, ist so ein Plastikkonstrukt, oben so eine Platte drauf, wo dann die Luft abgezogen wird, wenn man es denn möchte. Und man muss das nicht unbedingt. So, hier sind normalerweise vier von diesen Kabeln dabei, aber die habe ich anderweitig in Benutzung. So, hier ein normales, ein schönes IO-Sheet, kein normales. Dann habt ihr hier, seht ihr ja, so einzelne Abdeckungen noch für die ganzen PCI-Steckplätze. Der schönen Größen, für die, die ihr nicht braucht. Zubehör ist da einiges bei. Vom IO-Sheet. Und so, richtig gut verpackt das Teil. Und recht schwer. Jetzt mit 2-3 Kilo wird es schon haben. Das ist die TAF-Serie. Das ist halt ein Board, was ausgelegt ist für 24-7, sprich für einen Dauereinsatz. Ist auch getestet worden 2014 mit, im Moment nicht mit, ich glaube da war eine GTX 760, 14 Tage lang in einem durchgelaufen, ohne Probleme. So, wir können 32 GB verbauen, USB 3.0, 3.0, 2x2.0, teilweise sind die Ports hier, das ist glaube ich, das war das mit Z97, das ist über AS Media angebunden, 6 GB pro Sekunde, klar, ihr habt einmal 16-fach, 3.0, dann haben wir 2.0 und diese jeweils sind 16-fach, 16-fach 3.0, unten ist 2.0. Habe ich beim Vorstellvideo auch vertan. Das ist alles einfach angeboten hier. Wie gesagt, da habt ihr dann halt diese Abdeckkappen, wenn ihr die nicht brauchen solltet. Einklappen, dann könnt ihr sie zumachen hier. Schon erwähnt, 50er Sockel, ja. Die Audio, die üblichen Verdächtigen halt hier. Ihr habt ja noch so ein kleines Gimmick. Für könnt ihr gleich hier ansteuern, anstecken. Das ist zum Beispiel für USB 2.0. Wenn ihr jetzt außerhalb vom Case das schon installieren möchtet, einfach einstecken. Gleiches gilt für die Panelanschlüsse hier. Gerade gucken, wo das so rum war. Nicht so rum, glaube ich. Einfach außerhalb vom Case anstecken. Dann braucht ihr euch da nicht so
Sachen zu verbiegen dann halt. Das ist, glaube ich, ein Asus-Ding, wenn ich mich nicht irre. Klar, ihr habt ja den 8-Pin oben. Da habt ihr Assistenzfan, also der hat jede Menge Lüfteranschlüsse. So. Also hier sind zweimal CPU-Fan, 4-Pin. Hier einmal 4-Pin Chassis-Fan. Hier unten einen Chassis-Fan, hier noch zwei. Dann war aber eigentlich noch einer. Wenn ich hätte ich gesehen. Den hatte ich ja schon. Dann habt ihr hier noch eine Memo-Key-Taste, weil ihr Probleme, falls ihr Probleme mit dem Arbeitsspeicher habt. Also Arbeitsspeicher sind die DDR3-Bänke, aber reicht. Ich werde hier 2x8, wo sind sie? Wo habe ich den jetzt? Ach hier. 2x8, die Corsair Vengeance LP, werde ich hier verbauen. Das sind 2x8 GB, wie gesagt, und 1600 MHz. Ja. So, dann haben wir hier 2.0 vierfach, viermal, 3.0 viermal, einladen ist über, mal gerade kicken hier, so eines ist Intel und eines ist Realtek von den beiden LAN-Anschlüssen hier. Das ist ein, der Sound, der ist ein 1150er von Realtek, der ALC55. Hier habt ihr noch einen BIOS-Reset-Taster und warum es so schwer ist, hier ist eine Metallplatte hinten, das ist halt so eine Serie von denen, ne? Bisschen übertrieben, ich weiß nicht, 2, 3, vielleicht sogar 4 Kilo schwer, dieses Teil. Echt massiv, das Monster. So, ich glaube, ich lege es erstmal wieder rein, damit ich es auf die Füße legen kann. Jetzt kaputt machen hier. Stört mich schon gerade ein bisschen. Also, da haben wir jetzt mal wieder ein Intel-Maschinchen. So, dann haben wir hier noch eine Grafikkarte, eine feine. Das ist jetzt eine 1050 Ti wieder von Asus. Kostet das gute Stück, kostet allerdings auch 210 Euro. Ist eine betaktete Version, habt ihr 3.0, einen 6-Pin Anschluss und was die noch besonders hat bei den Asus, hatte ich bei meiner damals auch bei einer 1070, die hatte hier einen extra Anschluss, hier einen Stromanschluss, einen 4-Pin Anschluss für Lüfter, nicht Stromanschluss, Stromanschluss für 6-Pin hier oben. Ah, ich mag diesen Geruch. So, dann habt ihr DisplayPort, HDMI 2.0 und zweimal DVI Anschlüsse hier. Die habe ich ganz vergessen hier, die habe ich überhaupt nicht gesehen im Vorstellvideo. Nur zwei so Klettverschlüsse hierbei und so zwei Logos, die sind allerdings kein Metall, sondern nur Pappe. Das Aorus Logo. Ja, nur kurz vorgestellt. Ne? Ich weiß noch, der Speicher taktet mit 7008 MHz. Mal gucken. Nee, ist doch falsch. GTI, da ist er so. Aber OC-Mode 1506 und Gaming-Mode 1493. 768 Kilo CUDA-Cat, 128 Bit angebunden. Und jetzt sind 90er Lüfter drauf. Ja, ich denke mal, die wird auch recht leise sein. Das ist bei den teuren ja meistens so. Ja, wieder voller Chaos hier am Tisch, aber egal. So, dann haben wir hier noch ein Bequiet-Netzteil von ein Pure Power 10. Achso, das Board, wenn ihr es noch kaufen könntet, würde es ungefähr 250 Euro kosten. Der Kühler so 40 im Moment. Da gibt es allerdings noch jetzt mittlerweile ein AMP4-Kit für. Das ist jetzt hier nicht dabei, brauche ich eh nicht, weil das ja ein M50er-Sockel ist. Dann am Einbau, da habe ich nämlich auch separat jetzt ausgesondert die ganzen Teile, die ich dafür brauche, habe ich ein extra Tütchen gepackt. So, mal gucken, wie wir aufkriegen hier.
meine ich. Ich habe es schon öfters verwendet. Schöne bei Backfire ist halt, ist jetzt non-modular. Oder sieht ja eh keiner. Ja. Ich habe 1,5 Meter lange Kalterettestecker dabei. Und bei Backfire ist halt Qualität. Das ist halt so. Ne? Das ist ein Silber. Mit Silber zertifiziert. Und eine Effektivität von 91% müsste das sein. Oh Mann, ich muss mich beeilen, mein Akku ist bald leer. Guck mal, mein Tütchen raus hier. Ich zeige euch nochmal kurz die Kabel hier. So sieht das aus, 120er Lüfter. Sehr, sehr leise. Ich habe es zurzeit bei einem anderen Case auch im Einsatz. Eine Treppe runter. So, der 24-polige Saft für die fürs Board. Dann haben wir ja Grafikkartenanschluss 6 plus 2, also 8 Pin. Nochmal Grafikkarte hier. Das ist der 4 plus 4 für CPU. Den brauchen wir auch. Und dann habt ihr hier 1, 2 SATA, einmal FDD, sprich für den Floppy noch anzuschließen. Hier ist ein Monex-Anschluss. 1, 2, 3 SATA nochmal. So, dann haben wir hier noch einmal SATA und zweimal Monex. So, wie gesagt, schönes Netzteil, um die 60 Euro, je nachdem. Du kannst natürlich auch ein Kabelmanagement kaufen. Und auf jeden Fall kriegt man das auch für 50 Euro. Ja, so, ich habe noch was vergessen. Das Case, das müsst ihr euch schon auch mal kurz vorstellen. So, NZXT ist das. Ich habe hier auch noch ein bisschen verändert. Ja, ich habe auch ein extra Video dafür, einige Sachen gemacht für den Kühler, fürs Board und halt Grafikkarte und fürs Case. Okay, Leute, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim Einbau oder beim anderen Video. Bis dann, euer 47er. Ciao, ciao.